Hauptquest. Dann würde ich gerne mal mit Min sprechen. Aktivieren wir mal das Lager. Fähigkeitenbaum. Mache ich die erstmal fertig. Ausruhen und dann will ich da mal hingucken. So, neue Funktion freigeschaltet. Super. Beta-Ladung. Max Schild. Schubenergieaufladung. Schubfähigkeitsangriff. Proportional zum erlittenen Schaden. Schadensverringerung. Zusätzliche PF. Ah, schwierig. Naja, warum nicht? Wachturm in der Wüste. So, wollen wir mal zu Min. Oh, wobei, da muss ich auch noch hin. Ich glaube, bei der großen Wüste habe ich noch einiges zu tun. Hui, wie sieht's bei dir aus? Ich denke immer irgendwie so. Ich denke immer die ganze Zeit so, es ist Donnerstag und morgen wäre Freitag, aber heute ist erst Mittwoch. Wie lange machst du? Das, was da steht, gefällt mir ganz und gar nicht. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Wenn du was brauchst, Erweiterungen. Maximale Verbesserung. Oh, Drohnenmodul, 2 Stück. Damit kann ich nichts anfangen, ich brauche 3. Komm zum Tetrapod zurück, wenn was repariert ist. Jetzt verstehe ich das. Oh, weißt du was? Warum nicht? Komm. Komm zum Tetrapod zurück, wenn was repariert. Die Zeit nehmen wir uns. Mal zurück nach Xion. Den ganzen
mal ein bisschen Bericht erstatten, so nach der Worte, wir haben mal ein bisschen was gemacht. Willkommen, Eck. Dank dir, Lob. Komm jederzeit. Das Licht der Kolonie. Gold. Engel, in meinem bescheidenen Lädchen bist du jederzeit herzlich willkommen. Ah, nehme ich mal Outfits mit. Ich bin so froh, dich zu sehen. Aaron und ich geben alles, damit das Geschäft läuft. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Lebst du? Ich erlerne gerade die Regeln dieser Stadt. Was kann man denn einkaufen? Oh, Waffenkern. Limitierte Anzahl, okay. Ich danke dir. Alles gut und dir auch. So, namhafter Schatz. Gehen wir mal dahin. In den Ruinen waren Memory Sticks. Aber es gab viel mehr Leichen als unbeschädigte Memory Sticks. Schätze, meine Schätze. Ich werde sie nicht verlieren. Ich konnte euch nicht beschützen. Ich bin geflohen. Wieso habe ich überlebt? Wieso nicht? Können wir ihr die Memory Sticks wirklich anvertrauen? Ich könnte sie mitnehmen und zu Mother Sphere bringen, aber es ist besser so, Adam. Okay. Wenn du darauf bestehst. Yo. Was hat sich gelohnt? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Engel, das. Du erkennst sie, oder? Niemand hat dir Vorwürfe gemacht. Sie haben ihr Schicksal einfach akzeptiert. Verstehe. Als Überlebender muss ich meinen Beitrag leisten. Ich werde nicht besonders viel ausrichten können, aber danke, Engel. So, was gab... Alter Schwede, Gold, FP-Initialator, Schockgranate. So, gibt's hier noch irgendwas? Große Wüste. Okay. So, dann gehe ich mal hier lang.
und dann hier hoch. Ich wollte mal mit der reden. Die Guten sterben jung. Es ist nicht schön, aber so ist die Welt nun mal. Okay. Weird. Vor allem die Roboterbeine. Vergessen vor 20 Minuten wieder da zu schreiben. Eieiei. Dieses Gerät, egal. So, abschließbar. 4 Vita-Coins. Nice. Wir können uns wieder ein paar Outfits machen. Wenn du das hier liest, werde ich schon in der Wiege eingeschlafen sein. Es wird Wiege genannt. Aber ist es nicht eher ein Grab? Ich schreibe das hier, weil ich von meinem Aufbruch Richtung Wiege einer meiner wertvollen Schätze in der Kiste versteckt habe. Wer sie findet, wird der nächste Besitzer dieses Schatzes. Aber es wäre ganz schön langweilig, das einfach zu sagen, wo sie ist, oder? Finde einen verlassenen gelben Bus auf der eingestürzten Überführung in der großen Wüste. Das klingt doch nach Spaß. Aquarium müssen wir. Achso, ja, angeln. Vergiss es. Warte mal, habe ich mit der schon gesprochen? Roxanne, hast du kurz Zeit? Natürlich. Wieso flappt? Ich wünschte. Du bist ausverkauft. Wir sehen uns. Okay. So. Dann wollen wir mal. Ich habe das Gefühl, wir können ja alles. Wir haben ja alles. Eieiei. So, du kannst doch bestimmt wieder irgendwas machen für mich. Die dritte Hyperzelle macht. Das Drohnen-Upgrade-Modul wird. Nano-Sweet. Auch nicht schlecht. Oha. Goth Lady incoming. Das ist kein Alltagsdesign, das ist Alltagsdesign im BDSM-Club. Ich wette mit dir, damit läuft keiner rum. Vier Stück. Update den Scanner, verringert die Abklingzeit von Scan um 30%. Sprengpatronenmagazin. Euer System Upgrade. Komm, die Drohne machen wir erstmal langsam. Na gut, das ist ja alles bekannt. Obwohl, ah, auch nicht schlecht. Hier, Teddybär. Wäre das nicht was? Da macht Teddybär rum. Ich finde dieses Alltagsstress ein bisschen übertrieben. Alltagsbiker ist auch nicht schlecht. Das ist legit. Selbe Jeans. Selben High Heels. Nur bei dem einen hat die Weste an und bei dem anderen hat die Weste aus. Wenn es ein Free-to-Play-Spiel wäre oder von EA, wäre das jetzt ein... Das kostet 25 Euro oder das 25 Euro? Okay, das kennen wir, das kennen wir. Oh, das ist schlecht. Kibbel. Stimmt, das hier hatten wir noch. Bastler, ne? Paradenkleidung. Probieren wir es mal, oder? So, dann ab in die Wüste. Komm zum Tetrapod zurück, wenn.
Na, das ist doch mal wieder ein Augenschmaus. Aber wenigstens hat sie normale Schuhe an, mit denen ich wirklich laufen würde. So, wo haben wir es denn hier? Suche Cora, finde den Wachturm. Finde die Schatzkiste in der großen Wüste. Okay. Warum gibt es nur Wüstengebiete? Wahrscheinlich, weil die Post, weil jede postapokalyptische Erde ja unbedingt nur noch wüst sein muss. Oder weil es wahrscheinlich einfacher zu programmieren ist. Wahrscheinlich einfacher zu programmieren und nicht ganz so grafiklastig. Keine Ahnung. Jetzt fließt er schon längst tot. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt da hoch? Deadass, deadass. Let's spank deadass. Entschuldigung. Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich denn da hochkommen? Und da unten, der ist schon wieder am Leben. Vielleicht von dort? Das kann ich mir aber so eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Da ist auch noch eine Kiste. Was ist das? Kapitel der Prüfung. Eine formlose Bestie ist im Anmarsch. Ein Kind der Sünde der Menschen. Sie verzehrt, gebiert und vergisst sich selbst. Sie wird uns als Spiegel erscheinen. Aha. Und wie soll ich da hinkommen?
Habe ich das nicht frei gemacht? Das sieht so nah aus. Vielleicht sieht das auch einfach alles nur so groß aus. In Wirklichkeit ist es eigentlich ein relativ nahes oder kleines Gebiet. Oh Mann! Ekelhafter Lappen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier lang muss. Wurde ja letztens auch für die Switch geportet. Gab so Nier Automata Vibes, ne? Wurde für die Switch geportet, der wollte dich nur lieb haben und dich umarmen. Ja, also bei diesen juicy Backen kann ich das verstehen. Nier Automata für die Switch geportet, okay. Das war doch immer ein PlayStation 3 Titel, meine ich. Ich muss da irgendwie hoch. Keiner würde bei einem Doppelsprung mit einem Salto springen, das ist Quatsch. V-Tip. Zerstöre das springbare Fass, um dir einen Weg nach oben zu verschaffen. Erstmal kommen. So, was hat er denn hinterlassen? Oh, 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 jetzt wird der Fanservice aber groß geschrieben. Der gesuchte Schatz. Ein spezieller Nanosuit. Ja, klar. Wir haben uns gerade an das Goss-Outfit gewöhnt. Ja, wegen der Musik, aber auch wegen dem Setting. Das ist eigentlich relativ eins in eins ein selbes Spiel. Nur, dass bei Nier Automata der Fokus mehr auf Produktivität gesetzt wird. Bedeutet, die Kämpfe in Nier Automata sind... Dadurch, dass die Protagonistin sich nicht so filigran bewegt, funktionieren die Kämpfe knackiger und zügiger. Das ist hier ein bisschen... Gut. Als ich im Ödland nach Ressourcen gesucht habe, habe ich einen seltenen Ort gedeckt. Ein Schiff mitten im Ödland. Darin waren für dich aussehende Behälter. Einer davon mit einem Passwort gesichert. Das würde versteckt irgendjemand. Nachdem ich etwas umgesehen habe, habe ich erkannt, dass es hier offenbar Anhänger zum Gebiet treffen. In Zeiten wie diesen und eine Religion glauben. Verdammt, wozu Zeit mit Gebieten verschwenden, wenn man auch plündern könnte? Wie dem auch sei, ich muss weiter nachforschen. Wenn es irgendwo einen Experten für Passwörter gibt, soll er sich das ansehen. Wenn etwas nützlich daran ist, könnte sich das ein Segen. Denn wenn wir nicht, dann nicht. 20.000. Mitten im Ödland?
Alles klar. Können wir machen. Jetzt sind wir im Spiel angekommen. Also aber ich verabschiede mich, muss noch duschen gehen und dann geht's ins Bett. Alles klar. So, ich habe keine Ahnung. Ah, die beiden. Dich so stehen und gehen zu sehen. Das ist wirklich schön. Also, was genau führt euch beide hierher? Ich habe eine Bitte an dich. Es kam mal eine kleine Drohne in die Bar. Eine Drohne? Oh, du meinst Digger. Die Drohne hat Enya singen gehört, meinte sie erkenne das Lied und verschwand dann wieder. Ich habe überall gesucht, doch ich kann die Drohne einfach nicht finden. Eve. Tut mir leid, dich damit belasten zu müssen. Wenn das etwas mit meinem Gedächtnis zu tun hat, denkst du, du könntest mehr Details von der Drohne erhalten? Naja, Digger sollte in Zion sein. Wird nicht schwer sein, das herauszufinden. Ach, so ein Glück. Ich melde mich, sobald ich etwas weiß. Aber ich würde euch bitten, zurückzugehen. Das ist sicherer für euch. Vielen Dank. Danke, wie immer. Oh, die beiden sind goldig. Ja gut, ich weiß gar nicht, ob es Mods für Dingsbums gibt. Ich meine, wir spielen ja schon die zensierte Version. Da wird nicht so viel Haut gezeigt. Es gibt eine Uncut-Version, da ist halt... Manche Sachen sind da ein bisschen, enger. Wir würden ja wahrscheinlich wesentlich mehr Arschbacken sehen. Ich weiß gar nicht, ob es man für die PlayStation Mods machen kann. Hallo, der Standort hat sich geändert, doch ich hoffe, dass unsere Ja, Digga. Digga, du hast mit Enya gesprochen, oder? Ja, künstlerische Aktivitäten sind wirklich erstaunlich. Ich habe zum ersten Mal ein Lied gehört. Mein Verständnis menschlicher Kultur hat sich stark verbessert. Sie sagt, du weißt etwas über das Lied. Ich würde gern mehr darüber erfahren. Ja, Eve. Du bist ein besonderer Gast, also sag ich's dir. Die Information hat etwas mit Enyas Lied zu tun. Ich bin durch viele verschiedene Gebiete gereist, bevor ich die Trümmerfelder fand. Auf meinen Reisen sammelte ich 149 Petabytes an Daten. Oh, 149 Petabyte. In Zion hatte ich eine Person, die ein Lied sang, das mit einer Stimmaufzeichnung in meinem Audioarchiv übereinstimmte. Verschiedene Sänger können das gleiche Lied singen. Nein, die Datenähnlichkeit ist so hoch, dass ich vermute, dass es sich um die Stimme derselben Person handelt. Ich habe diese Daten aus einem Ort namens Opernhaus, heutzutage bekannt als verschüttete Ruine. Jetzt weißt du alles, was ich Enya sagte. Na schön. So langsam ergibt alles Sinn. Danke, Digga. Ich helfe immer gern. Besuch mich wieder. Ich glaube, wir können hier mit diesem Outfit jeden besuchen. Sag mal, wollen die mich verarschen?
What the fuck mache ich hier gerade? Ja, ich glaube, die Eve ist kein richtiger Roboter. Das wird beim Anker ein bisschen schwierig dann. Was zum Geier? Wo bin ich denn hier gelandet? Warum nicht? So, hier müsste aber alles soweit durch sein, okay. Gib dich zum Opernhaus. Oh, das ist doch super. Das ist doch wunderbar. Kleine Drecksack. So, hier ist das Opernhaus. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ich mag diese komischen Priestviecher nicht. Mit ihren Scheiß, warte auf mich. Bitte, ich flehe dich ein. Ich möchte auch nur nach Hause zu meiner Frau, meinen Kindern. Bitte, bitte. Das war höchst fragwürdig. Das meine ich. Was? Hm.
Ich hätte da vielleicht gar nicht hingemusst. Ich will doch nur nach unten. Lass mich raten, der fährt jetzt nach ganz nach unten. Ich mir die ganze Scheiße mit, diesen, mit dieser Kacke sparen können. Es ist offenbar überall, aber sieht anders aus als andere Ruinen. Ich sollte mich umsehen. Noch. N, Alpha, U, Gamma. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. N, Alpha. Als ich den Text erhielt, sprang er mir sofort ins Auge und ich dachte, das ist er. Es war magisch. Ich habe mir vorgestellt, wie es sein würde, Madame Maschine zu sein, wie ich singen würde. Dann war ich mittendrin. Na dann. Es ist surreal. Ich hätte nie mit Interesse von so vielen Menschen gerechnet. Ich bin so dankbar für meine Fans. Ich werde immer alles geben. Nachdem sie das Meisterwerk gehört hatten, wollten einige Leute wissen, wer diese Enya ist. Okay. Verpassen Sie nicht eine weitere spektakuläre Vorführung von Madame Machine, jetzt im Art Center. Erleben Sie die Kunst aller glamourösen Mitglieder der Aedas Opera Company. Mitsamt dem sensationellen Publikumshit Aufs Schicksal, performt von der sagenhaften Enya, in der Hauptrolle Karakuri. Was wird Karakuris Schicksal sein? Ist es Verderben, Ehre oder doch die Liebe? Wir veranstalten eine Lotterie um die Teilnahme an der Autogrammstunde der Aedas Opera Company. Details finden Sie auf den Social Media Profilen des Art Centers. Okay. Dann werde ich mich hier mal umgucken. Hall of Harmony. Madame Machine, Aedas, Art Center. Informationen über Zeit, Gastgeber, Organisatoren und Sponsoren. Zielpublikum, wie man zusehen kann. Einlass nach dem Prinzip, wer zuerst kommt. Sieht aus, als ob nach der Vorführung eine Autogrammstunde mit den Stars stattgefunden hat. Es gab sogar einen Souvenirshop im Art Center. Offenbar gibt es hier noch mehr Daten über Enya.
So, dann will ich auf jeden Fall mal hier nochmal reingucken. Madame Machine, Hauptdarstellerin, künstliche Schauspielerin, Enya. Man kann sich nie komplett auf analoge Informationsübertragung verlassen. Diese Person sieht Enya schon äußerst ähnlich. Und sie trägt sogar denselben Namen, mit allem drum und dran. So, eine Sache noch. Titel des Lieds? Also, es gab hier eine Aufführung und Enya war die Leadsängerin. Stimmt das soweit? Unsere Memory Sticks speichern die wichtigsten Informationen an den tiefsten Stellen. Die Tatsache, dass dieses Lied Enyas einzige Erinnerung war, beweist, wie wichtig es ihr ist. Reicht das nicht? Ich denke, mehr wirst du nicht finden. Komm, wir sollten aufbrechen. Okay, dann los. Oh, das ist ja schön. Das ist schön. Ja, doch, mache ich direkt. Oh, das ist ja süß. Das ist eine schöne Quest. Das ist Final Fantasy, Leute. Das ist eine Quest, die Spaß macht. Also mir hat das jetzt richtig Spaß gemacht, da ein bisschen nachzugucken. War nicht viel, war nicht lang, aber es war schön. Eve. Hast du was rausbekommen? Also, ich habe wichtige Informationen gefunden, dank Digger. Digger. Infos über dich, über dein Leben früher. Es mag nur Spekulation sein, aber ich denke, dass Digger vermutlich recht hat. Ich kenne nun auch den Titel deines Liedes. Und was noch? Du warst mal eine Sängerin und Mitglied einer Künstlergruppe. Aber das ist wohl der wichtigste Hinweis. Du warst in einem Stück zu sehen namens Madame Machine. Das Lied, das du darin gesungen hast, ähnelt dem, was du heute singst. Der Titel des Liedes ist Aufs Schicksal. Aufs Schicksal. Interessant. Ja, aber das ist noch nicht alles. Ist okay. Das ist genug. Bist du dir sicher, wirklich? Ich kann dir noch mehr erzählen. Aufs Schicksal. Vielleicht möchte mein früheres Ich mir sagen, dass ich aufs Schicksal hören sollte. Ich sollte aufhören, meiner verlorenen Vergangenheit nachzujagen und akzeptieren, was ich jetzt habe. Wie es scheint, hat meine Besessenheit viele Menschen um mich herum beschäftigt. Aber jetzt habe ich jemanden, der sich um mich kümmert. Ist das denn nicht das Wichtigste? Nun, vermutlich hast du recht. Eve, vielen Dank. Du hast so viel für uns getan. Na gut, hier für dich. Diese Daten werden dir helfen, aufs Schicksal komplett wiederherzustellen. Okay, danke dir, Eve. Dürfte ich fragen, wäre es vielleicht möglich, dass du mir dein Lied vorsingst? Oh, nichts lieber als das. Oh, das ist schön. Das ist eine schöne Quest, doch gefällt mir. Ich trinke zu viel. Oh, kurz Baby machen. Kann ja auch zuhören.
aber sehr schön. Kebab. Okay, das ist lustig. Schick, schick. Alter Schwede. Das war schön. Das hat doch Spaß gemacht. War doch schön. So. Zugangscode. Ja, muss ich mal gucken in der Wüste. So, wie sieht's denn aus? Wer ist denn noch da? Oh, ich würde Feierabend machen für heute. So, YouTube. Macht's gut.